Also ich weiß gerade nicht, ob das Monster selber das Einzige war, was wir hier noch machen müssen, oder ob wir noch zu den Elfen dann müssen. Ich hoffe mal, wir müssen noch zu den Elfen, weil dann kann ich da hochgucken auf jeden Fall. So, Lykanthropen. Die sind eigentlich auch recht stark, wenn man sich so ansieht. Haben zwar keinerlei Rüstung, aber machen doch gut Schaden. So, ihr holt euch mal den Höhenvorteil. Ja. Ja, der kriechende Tod, der gibt wirklich gute Erfahrungspunkte. Ja, es ist wahr. Das schrecklichste Monster, das ihr je gesehen habt. Wir müssen es der Gilde melden. Glian, was ist das? Was für ein prächtiges Schmuckstück. Das ist sicherlich keine Elfenarbeit. Wir müssen es herausfinden. Ja. Ja, Bluthunde unterstützt Vampirismus und... Mist, da haben wir schon wieder jemanden verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja. So, ist die Frage, ist es jetzt vorbei, wenn ich die Blutrune einsammle? Die Rune ist dort gefunden, wo das Monster starb. Schimmert aus einem bislang unbekannten Grund wie verzaubert. Wir sollten sie den Leuten aus der Stadt zeigen. Vielleicht erkennen sie sie wieder. Mhm. Also ja, Elfenbasis und Ostviskus und... Findet heraus, welche Art Rune das Monster hier heraufbeschworen hat. Zeigt den Einwohnern der Stadt die Rune und zeigt den Elfen die Rune. Ja. Ja. Jetzt wollen wir aber erstmal hier hochgehen. Dann können wir ja zu... Oh. Wer hat die Untoten eingeladen? Vor allem, woher kommen die denn bitte? Ach, die kommen von da oben. Nein, die kommen aus allen Richtungen. Okay. So, erstmal gucken, was hier oben ist. Spare ich auf das letzte Punkt, den letzten Punkt Führerschaft dann erstmal. Und ja, dann als nächstes erhöhen wir die Bewegungsgeschwindigkeit unserer Leute. Ja, als nächstes kommt militärische Fähigkeit 1 hoch. Also sobald wir Führerschaft 10 erreicht haben. Ja, mit Vergnügen. Ich. Was gleich mal so lange noch dauern könnte. So, unsere Paladine haben die letzte Stufe erreicht. Jetzt gehe ich mal kurz alleine hier hochgucken. Es könnte auch sein, dass hier oben...
Machen wir nochmal einen Quick Save, sicher ist sicher. Also hier einen am besten. Auch wenn ich jetzt zwei kurz hintereinander gemacht habe. Also ich kann jetzt auch einfach, glaube ich, zu dieser Stadt. Ja. Und sie Bauern und Armee und... Ja, das war's. Die hier haben schon... Ne, die haben immer noch Stufe... ...2... Okay, da brauchen wir eigentlich erstmal noch nicht hin. Deswegen lade ich den Spielstand. Weil da oben ist wieder... Oh, ich dachte schon, was steht ihr denn wieder auf? Aber ihr seid tot. Weil da oben wartet wieder Gartfog auf uns, den wir in der vorletzten Mission schon getroffen haben. Vor dem ich dachte, es wäre der Typ, der unseren Meister ermordet hat, aber das ist ein Magier der Gilde. Und zwar der Magier wahrscheinlich, der hier gesagt hat, die Elfen sind schuld an allem. Ja, die Sache ist halt die, manchmal kann es sein, dass sie gleiche Modelle in diesem alten Spielen wiederverwendet haben. Deswegen... hat vielleicht eher dasselbe Modell wie der Magier, der unseren Meister getötet hat. Also erstmal zu den Menschen. Dann zu den Elfen. Bereit. Schon erledigt. Schon erledigt. Jetzt haben wir wieder einen festhängenden Typ hier. Kein Problem. Schon erledigt. Schon erledigt. Da sind Bauern. Ah ja, die haben jetzt Nahrung beigeschafft. Jetzt holen sie irgendwelche anderen Sachen. Euer Feind ist mein Feind. Hier ist das Elfenschlachtfeld, weil da oben ist eine Elfenstadt gewesen. Oder ist eine Elfenstadt halt. Oh, ihr schickt wieder Truppen aus. Jetzt müsste ich das ja sehen können. Ne, Armee ist immer noch null. Hier ist die Armee auch null. Die Stadt hat auch Probleme, sich zu entwickeln. Immer bereit. Kein Problem. Doch ein Angriff, hä? Was ich gefunden habe, als ich das Monster besiegt habe, kommt euch das bekannt vor. Oh, wir haben die Rune im Besitz des Magiers gesehen. Wie war auch sein Name? Er fängt mit G an. Das bedeutet, dass er das Monster aufgeschworen hat und die Elfen gar nicht damit zu tun hatten.
Wir müssen sofort die militärischen Handlungen gegen sie einstellen und für einen Waffenstillstand einen Gesandten mit unserer Entschuldigung senden. Ja. So. Ihr? Ja. Gut. Auf zum Sieg. Bereit. Ja, da oben ist der Berggipfel jetzt gekennzeichnet. Und wir müssen den Elfen die Rune zeigen. Ja, ich sollte die Stadt schon betreten, aber die Stadt hat sich noch nicht weiterentwickeln können. Wahrscheinlich einfach, weil keine Nahrung in der Gegend ist. Also es ist schon Nahrung irgendwo hier da oben nämlich. Wie wir einfach so hier durchmarschieren können. Das sind jetzt Veteranenschützen. Das ist keine Elfenstadt, das ist einfach nur neutrales Gebäude. Ich schieße Brüder aus den Wäldern, ich komme in Frieden. Der Besitzer dieser Rune beschwor ein Monster herauf und macht euch dafür verantwortlich. Die Menschen haben ihren Fehler bereits eingesehen. Ich kenne diese Rune. Der Magier der Menschen, der sie trug, durchquerte unser Land und brachte Verwüstung. Der Feind ist schlau. Habt Dank, dass ihr das Missverständnis klären konntet. Die Menschen wurden von einem bösen Hexenmeister getäuscht. Wir werden sie nicht länger angreifen, auch wenn sie uns zuerst angegriffen haben. Ja, wir konnten Elfen und Menschen miteinander versöhnen. Jetzt müssen wir nur noch auf den Berg. Die Gemeinheit ist, ich kann nicht durch Klicken schnell scrollen. Leider. Was? Wohin ihr auch immer lauft.